Hallo und herzlich willkommen beim Molten Pixel TV. Ich bin Ibra und wir starten mit einem neuen Video zu Arma 3. Jetzt ist ja endlich die finale Fassung draußen und da wir ja leider keine Kampagne haben, müssen wir uns mit den Szenarios zufrieden geben, die momentan verfügbar sind. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal testen, was denn dieses Spiel so bietet. Und hier steht: Erleben Sie das groß angelegte Gameplay von Arma 3 mit kombinierten Waffen. Unterstützen Sie den Angriff und sichern Sie die feindliche Stellung. Das klingt nach jeder Menge Spaß, nach jeder Menge Action. Und gleich werden bestimmt viele Kugeln durch die Luft fliegen. Ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, einen Multiplayer-Part aufzunehmen. Allerdings sind die Server momentan so dermaßen ausgelastet. Das liegt aber weniger daran, dass so viele Leute dieses Spiel spielen wollen, sondern mehr, dass einfach die Serverarchitektur nicht so stabil läuft und das Spiel sehr performance-lastig ist. Und ja, gut, man kennt es aus DayZ, die Server haben immer Probleme und in Arma 3 geht es direkt weiter. Aber nichtsdestotrotz können wir im Singleplayer ein paar Sachen ausprobieren, bis denn die Kampagne im Oktober endlich erscheint. So, Statusbericht im Westen von Altis bei Kavala, 24.06.2035, 6 Uhr morgens. Oh, wir hören Kettengeräusche. So, wir sind hier in einem gepanzerten Schützentransporter unterwegs. Schützenpanzer auf Basis des deutschen Marders. So, stürzen wir uns mal in den Kampf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns die Jungs da hinten unterstützen. Vier Sprengladungen haben wir. Drohne geht online. Sehen wir auf dem Heads-Up-Display rechts. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Kleiner Schauer, weil wir haben eigentlich sommerliches Wetter. Aber Soldaten darf das ja nicht stören, denn wir sind ja hier bei den Marines. Für alle, die Fans von Operation Flashpoint oder der Arma-Serie sind, sollte die Musik im Hintergrund auch bekannt vorkommen. Die gab es nämlich schon 2001 im klassischen Operation Flashpoint. So, erster Wegpunkt ist jetzt erreicht. Spiel wird gespeichert. Jetzt müssen wir bald auch auf Gegner treffen. So, der nächste Wegpunkt ist gesetzt. Was haben wir denn da hinten? Da oben so eine kleine Radarstellung. So sieht es zumindest aus. In der Ferne hören wir auch schon gut Geballer. Ja, unsere Drohne ist gerade wieder offline. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie abgeschossen wurde oder nicht. Ah, Kontakt zur Drohne abgebrochen. Ja, damit hat sich unsere Frage zwecks Absturz gerade erledigt. Da ist sie nämlich gerade brennend Richtung Boden. Oh, wir werden angegriffen. Na, halt schon um, du Arschloch. So. Oh, wir werden beschossen. Schnell in Deckung gehen. Ja, unsere Kumpanen helfen uns auch tatkräftig bei der Einnahme dieses Dorfes. Sperrfeuer auf jeden Fall immer sehr nützlich. Vorrücken, Angriff ist die beste Verteidigung.
Ihr hört's im Funk, scheint eine ziemlich große Schießerei gerade losgebrochen zu sein. Da kommt das nächste Team von uns an. Und die haben auch größere Bewaffnung dabei. Da sind unsere Schützenpanzer, die uns auch unterstützen, sehr schön. Wir schleichen uns mal hier um das Haus herum. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar Feinde erledigen können. Okay, hier sehen wir nichts. Wir sollten aber trotzdem bei unserem Trupp bleiben. Dafür, dass die KI sowieso nicht so glänzend ist, dient sie wenigstens als Kugelfang. Okay, Stille eingekehrt. Hab ihn wohl erwischt. Da rückt das andere Team nach. Oh, hier steht ein Aufsetzer. Wow. Sind immer noch Gegner hier. Außenposten besetzt, okay. Carrie, we need to put those vehicles out of action. Set up your charges. On it, sir. Everyone else, find some hard cover. Scratch one. Fahrzeuge neutralisieren. Tun wir das. Wir sollen Sprengladungen legen. Das ist die erste. Kommt die zweite hin. Ziemlich imposante Panzer sind das mittlerweile. Ich weiß nicht, ob wir das Teil auch sprengen müssen. Ich würde sagen, ich vernichte erstmal die beiden. Gehen aber lieber nochmal ein Stückchen in Deckung. Sehr schön. Ist hier noch irgendwelche gegnerischen Fahrzeuge? Nein, das waren beide. Okay. Freigabe für das Haupteinsatzziel. Sehr schön. Die laufen gerade etwas verwirrt alle hier rum. Okay. Ja, es lest vielleicht im Chat schwere Panzer unterwegs hierher. Wo schleicht ihr denn so? Okay, gehen wir es an. Fabrik besetzen, wird von zwei Seiten aus angegriffen. Oh, da fiel der erste Schuss. Weil die KI manchmal echt Aussetzer hat, habe ich sie hier im Übrigen mal auf extrem gestellt. Ich hoffe einfach mal, dass ich das überlebe.
So, wo schleicht denn unser Trupp hier lang? Wir gehen mal mit hier rein. Art Schrottplatz. Ah, Schnellbefehle. Wo rennen meine Jungs eigentlich hin? Wir sollen doch darüber. Ah, es hört gerade auf zu regnen. Sehr schön. In der Ferne sieht man immer noch unsere beiden Wracks brennen. Ah, jetzt begeben sich so langsam hier zum Punkt. Die Jungs da hinten bleiben wohl da und unterstützen die Straße. Machen einen Checkpoint auf. Wow, auf uns wird geschossen. Da sehen wir auch gleich den bösen Jungen. Getroffen worden, jetzt gehen wir schnell in Deckung und müssen uns kontrollieren. So, eine Packung Morphin muss ausreichen. 200 meters, front! Target neutralized! I'm covering, go! Da haben wir sogar einen Sanitäter. Target down! Hallo, hilf mir! Arschloch. Okay, wir rücken langsam vor. Ah, da seht ihr es, treffen tut die KI. So. Wow! Da hinten steht irgendwas ganz Großes auf der Straße. Static MG, 300 Meters, East. AT Soldier, 200 Meters. Schienengewehr. Aber wir werden immer noch getroffen, verdammt. Boah, Hilfe. Da hat's uns aus dem Leben genommen. Schnell mal neu laden, unser Safe Game. Könnte gut sein, dass wir uns vielleicht von einer anderen Seite nähern. Ja, gehen wir, glaube ich, jetzt einfach mal direkt hin. Unsere Kameraden, ja, die folgen uns, sehr schön. Was haben wir denn eigentlich so an Bewaffnung? Wir haben zwei Explosivgranaten. Das war's dann aber auch schon wieder, scheinbar. Static MG, 200 meters, right up ahead. AT soldier, 100 meters, just up ahead. Have it quick, northeast. So, wir wurden schon wieder getroffen. Schnell wieder bandagieren. Boah, da ist wieder ein Gegner. Hier schmeißen wir uns lieber mal schnell auf den Boden. Den hätten wir auch erledigt. Wir bluten. Crouchen wir hier schnell mal rüber zu unserem Sanitäter. Hoffen, dass der uns helfen kann. Scheinbar nicht. Ja,
Ja, wird vielleicht auch mal automatisch helfen. Nein, will er wohl nicht. Okay, ich schnapp mir mein Team und wir rücken über rechts vor. So, da hinten sind die schweren Panzer, die liefern sich gerade ein ganz schönes Gefecht. Werden wir aber auch ziemlich schnell beschossen. Wir bluten im Übrigen immer noch, das ist nicht gut. Injured! Taylor, heal that soldier! Tank, 300 meters, north! Tank, 700 meters, northeast! Hilft er uns jetzt vielleicht? Target down! Immer noch nicht. Tank, 200 meters! Doch, jetzt, right. Endlich. Hoffentlich kriegt er jetzt nicht in den Rücken geschossen. So, jetzt sind wir wieder bereit. So, da haben wir noch einen bösen Buben gesehen. Ich würde sagen, wir gehen ihm krass entgegen. Auf jeden Fall ziemlich viel Schießerei hier. Müssen wir jetzt echt aufpassen hier, wenn uns jetzt einer entgegenkommt, dann erwischt er uns sofort. Den hätten wir. Das waren aber noch nicht alle. Hier sind auf jeden Fall noch welche da, zum Beispiel. No, sir. Saß er am Maschinengewehr, der Kumpel. Report position. Grid 0, 4, Niner, 1, 4, 4. Okay, fast in der Mitte des Dorfplatzes. Hier liegen auf jeden Fall schon Leichen. Spiel wird gespeichert, sehr schön. Sir, AT threat neutralized. Over. Good job, Carrie. Wait one. Oh nein, die haben eine Granate geschmissen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Eieieiei. Yes, sir. Just give the order, sir. Over. Perfect. Move up, clear the area, and report in. Echo, this is Alpha. Be advised, we're advancing. Are you ready to assist? Over. Oh, jetzt kriegen wir auch noch tatkräftige Unterstützung aus der Luft. Okay, wir sollen 400 Meter weiter und noch mehr von dem Gebiet hier einnehmen. Mit Unterstützung aus der Luft haben wir natürlich bessere Chancen. Was, hier liegen Minen? Oh verdammt, hier liegen Minen. Wow. Okay, der Kampf tobt etwas links von uns. Die Chance nutzen wir und schleichen uns rechts durch. Warum ich im Übrigen eben die Granate geworfen habe, ist ganz einfach erklärt. Ich kenne eher noch das DayZ-Menü und ein Inventar öffnet man damit G. Leider schmeißt man hier die Granate. Da habe ich irgendwie ein bisschen nicht aufgepasst. So, schnell mal mit einem ziemlich kuriosen Animations-
Vorgang über diese Mauer drüber. Was macht der da? Wie hebt der denn die Beine, der Typ? So, wir sind auf jeden Fall gleich da. 140 Meter noch. Also diese Übergeh-Aktion oder wie man es nennen will, die ist echt komisch. Oh, wir werden schon wieder beschossen. Wow. Ach du lieber Gott, wow. Jetzt haben wir auch gesehen, wo sie sitzen. Sie sitzen oben im Turm drin. Müssen wir schnell auf unsere Hilfe warten. Ich glaube, hier spule ich einfach mal schnell die Zeit vor, damit die Jungs hier mal nachrücken. Auf geht's. Bleiben Sie denn? Bisschen Wegfindungsprobleme. Ja, ich sehe halt nichts. Weil wir halt noch verwundet sind. Ach so, unser... Ah, ich verstehe. Unseren Soldaten hat's zerlegt. So, da haben wir uns mal vorbeigeschlichen. So, wo sind denn hier noch welche? Wow, wir werden auf jeden Fall beschossen. Ich sehe aber keinen. Wow, wo? Fang halt eine Granate. Okay, gehen wir hier rüber. Da liegt er, da liegt er. Ah. Puh, Glück gehabt. Lacey, sit rep. Nein! Wow, und da kommt der Schuss aus der Ecke. Tja, wir haben den Part hier auch schon wieder ein wenig überzogen, aber das macht nichts. Im nächsten werden wir uns einfach hier an dieser Stelle wiederfinden und dann geht's direkt weiter. Wir gucken, wie unser Angriff ausgeht. Bis dann.